Guten Tag, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserer Online-Vorlesung Distributed Systems and Blockchain. Mein Name ist Thomas Boczek und in diesem Video befassen wir uns mit Load Balancing. Load Balancing ist ein wichtiger Bestandteil des Challenge Tasks. Da gibt es ja die Requirements und in den ersten drei Requirements, also im ersten Requirement geht es um Load Balancing. Das werden wir in dieser Vorlesung behandeln. Dann das zweite Requirement sind Scalable Services. Wir werden sehen, wie man mit Load Balancing skalierbare Services konfigurieren kann. Und dann in der nächsten Vorlesung, das habe ich auch vorgezogen, dort geht es dann um die Authentication. Das heißt, dort werden wir uns mit den JWT-Tokens oder JSON Web Tokens näher befassen. In dieser Vorlesung geht es um Load Balancing. Beim Load Balancing geht es darum, eine Arbeitslast aufzuteilen, sodass die Arbeitslast dann auf mehreren Ressourcen ausgerechnet werden kann, wenn es sich zum Beispiel um eine Berechnung handelt. Im Netzwerkbereich, dort haben wir in der Regel, wir haben die Benutzer, wir haben einen Service und die Benutzer greifen dann auf den Service zu. Und wenn jetzt dieser Service an Popularität gewinnt, wenn der dann zum Beispiel plötzlich sehr häufig nachgefragt wird, dann kann es sein, dass die Rechenkapazität hier nicht mehr ausreicht und deshalb müssen wir dann diese Requests auf mehrere Serviceinstanzen aufteilen. Das wird dann so gemacht mit einem Load Balancer. Das heißt, der Request kommt bei diesem Load Balancer an und dieser Load Balancer entscheidet dann, es geht zur Serviceinstanz 1 oder es geht dann zur Serviceinstanz 2. Verlinkt habe ich diese Webseite von Nginx, das eigentlich relativ gut beschreibt, was Load Balancing ist. Könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Wir werden uns Nginx, die Konfiguration, auch später noch genauer anschauen. Wie gesagt, hier geht es um das horizontale Skalieren, wenn man merkt, dass diese Instanz eben nicht mehr ausreicht. Das heißt, der Load Balancer muss auch genügend Kapazitäten haben, dass er diese Requests dann auch weiterleiten kann. Ein Grund ist das horizontale Skalieren, warum wir Load Balancing brauchen. Und es gibt noch weitere Gründe, dass man zum Beispiel eine höhere Ausfallsicherheit bekommt. Das heißt, wenn jetzt ein Service nicht mehr funktioniert, oder muss ich vielleicht ein bisschen runtergehen, genau, wenn dieser ausfällt, kann man einen zweiten hinzufügen und dieser zweite Service kann dann einspringen für den ersten Service, der eben ausgefallen ist. Und man kann natürlich mehr Server hinzustellen, wenn man eben sieht, dass die Nachfrage nach diesem Server wächst. Das heißt, hier können wir dann ebenfalls problemlos horizontal skalieren. Es gibt drei unterschiedliche Varianten, wie man Load balancen kann. Das heißt, man kann eine dedizierte Hardware hinstellen, die das Load Balancing macht. Es gibt mittlerweile Cloud-based Load Balancing-Lösungen und es gibt Software-Load Balancer, die man verwenden kann. Das ist so ein Beispiel eines Hardware-Load Balancers. Das ist von dieser Seite hier. Loadbalancer.org. Hier sieht man auch die Preise dazu, wie teuer so ein Load Balancer ist. Dieser Load Balancer kann zum Beispiel 100 GB Load balancen und wenn man sich anschaut, was da alles möglich ist, was die Spezifikationen sind, dann sieht man, dass zum Beispiel 30.000 SSL-Connections möglich sind, gleichzeitig zu handeln, dass Requests pro Sekunde, also HTTP-Requests pro Sekunde, dass hier 600.000 HTTP-Requests pro Sekunde möglich sind.
Das heißt, der ist relativ leistungsstark und je nachdem, wie stark der beansprucht wird, muss man dann halt einen stärkeren Load Balancer verwenden. Das aber eher, wenn man sein eigenes Data Center hat. Die Hardware Load Balancer, die sind auch, das ist eine dedizierte Hardware, die sind nur für das ausgelegt, die machen nichts anderes als wie gesagt Load Balancing. Und ein Problem ist jetzt, wenn man diesen größten Load Balancer hat und man braucht den, oder man hat den Traffic nicht oder der Traffic geht wieder zurück, dann hat man eigentlich ungenutzte Hardware. Vor- und Nachteile. Manche dieser Hardwareboxen sind normale PCs, die dann eine Software drauf laufen haben, wie zum Beispiel HA Proxy. Das ist diese Software hier. Die wird auch bei anderen großen namhaften Herstellern eingesetzt. Die ist sehr performant. Und genau, es gibt noch natürlich weitere Load Balancer Hersteller oder Anbieter wie zum Beispiel F5 oder Cisco, welche Hardware Load Balancer anbieten. Aber wie gesagt, das bringt nur etwas, wenn man sein eigenes Data Center hat. Wenn man sowieso irgendwo in der Cloud ist, kann man nicht zum Cloud-Dienstleister gehen und sagen, hey, ich habe jetzt einen Load Balancer gekauft, bitte installiere mir diesen. Das heißt, dort braucht man dann Lösungen von diesen Cloud-Anbietern. Bei den Software-Load-Balancern, da gibt es eine sehr große Anzahl an Load-Balancern. Ein ganz interessanter Load-Balancer, den werden wir uns in der Vorlesung nicht genauer anschauen, ist Seesaw, das wir ihn ganz kurz nochmal gesehen haben. Seesaw ist ein Layer 2 Load-Balancer. Das heißt, wenn wir uns die Load Balancer anschauen, wir unterscheiden dann immer zwischen Layer 4 und Layer 7 und das ist eben ein Load Balancer auf Layer 2. Deswegen finde ich das relativ spannend. Bezüglich den Layer 4 und Layer 7 Load Balancern, da gibt es auch eine große Menge, wobei viele Layer 4 sind auch Layer 7 Load Balancer und viele Layer 7 Load Balancer sind auch Layer 4 Load Balancer. Ein Beispiel von diesen Load Balancern ist zum Beispiel der Load Master. Das ist ein Dienst, der angeboten wird. Und das haben wir uns bereits angeschaut. HA Proxy, das wird, wie gesagt, diese Software wird bei namhaften Herstellern eingesetzt. GoDaddy, GitHub, Bitbucket, Stack Overflow, die alle setzen auf diesen HA Proxy. Das ist ein Layer 7 und ein Layer 4 Proxy. Dann gibt es das CVNet Load Balancer. Den habe ich jetzt nicht groß ausprobiert. Ich will euch damit einfach zeigen, dass es eben ganz viele gibt. Das ist jetzt ein Load Balancer, der bei eBay verwendet wird. Neutrino heißt der. Der ist auch ganz spannend, dieser Load Balancer. Das ist ein reiner Layer 4 Load Balancer. Also einige, ein Softwareprojekt oder eine Software, die nur Layer 4 unterstützt. Das ist einer der wenigen. Dann natürlich Nginx, das wird sehr häufig eingesetzt. Nginx ist Layer 4 und Layer 7 Load Balancer. GoBetween gibt es Traffic. Traffic werden wir uns noch genauer ansehen in dieser Vorlesung. Dann gibt es noch Envoy, der ist in C++ geschrieben, auch ebenfalls Layer 7, Layer 4 Proxy. Dann gibt es Eureka, das ist ein Load Balancer oder noch ein bisschen mehr als ein Load Balancer, welcher von Netflix verwendet wird. Genau, hier einfach nur eine kleine Auswahl an Load Balancern. Die Message hier ist, es gibt relativ viele Load Balancer. Wenn ihr einen einsetzen möchtet, schaut, dass ihr einen einsetzt, der eben auch sich noch in Zukunft weiterentwickelt wird. Vor
vor allem dann, wenn er produktiv eingesetzt wird. Dann gibt es natürlich immer wieder die Diskussion, braucht es jetzt einen Hardware Load Balancer oder braucht es einen Software Load Balancer? Das heißt, man könnte sich auch überlegen, sich einen normalen PC kaufen, also einen Server-PC mit genügend Kapazitäten und dort eine Software drauf laufen zu lassen. Oder muss es dann tatsächlich ein dedizierter Hardware Load Balancer sein? Oder sollte es gar ein Cloud Load Balancer sein? Und da gibt es ein paar sehr starke Meinungen. Zum Beispiel in diesem Artikel hier von Load Balancer, das ist auch schon ein bisschen älter, 2017, da wird Nginx mit AJ Proxy verglichen und AJ Proxy als Tesla und Nginx als Dojo. Immer mit Vorsicht zu genießen. Ein anderer Blog-Eintrag auch mit Vorsicht, also gut, das ist jetzt ein lustig gemeinter Beitrag. Und zwar hat er Gründe aufgelistet, warum ein hardwarebasierter Load Balancer besser ist. Und zwar als erstes, weil man ihn als Türstopper verwenden kann oder als Papiergewicht oder als ein Anker für ein Boot. Also das ist auch nicht, natürlich nicht ernst zu nehmen. Es gibt viele Artikel drüber, auch viele Benchmarks und die Frage ist, was ist besser, ist immer so eine heikle Frage. Hier finde ich eigentlich eine gute Conclusion und zwar hängt es immer daran, davon ab, welchen Use Case man hat. Das heißt, es gibt meistens nicht einen klaren Favorit, der ist schneller, der ist besser, verwende ihn, verwende diesen Load Balancer oder einen anderen, weil es hängt dann immer von dem Einsatzgebiet ab und wo die Optimierungen sind bei den gewissen Load Balancern. Hier, there is no real right and wrong answer. Das ist so die Conclusion und zu dieser Conclusion kommen auch die Leute von oder die Entwickler von Envoy. Das finde ich ebenfalls noch eine gelungene Antwort. Da geht es um die Frage, how fast is Envoy? Und die Antwort ist, it depends. Je nachdem, wo man es einsetzt, wie man es einsetzt, wie man den Benchmark macht und aus dem Grund werden auch diese oder wird dieses Projekt keine Benchmarks veröffentlichen, weil es eben so schwierig ist, diese Load Balancers zu vergleichen. Nichtsdestotrotz, es gibt natürlich ein paar, die das machen oder die das versuchen. Es gibt im Netz diverse Benchmarks, die dann aber zum Teil auch widersprüchlich sind. Also dieser Benchmark hier, der zeigt dann zum Beispiel, dass Envoy klar vorne ist. Also das sind die Requests pro Sekunde und die haben fast fünfmal so viele Requests pro Sekunde wie zum Beispiel Nginx oder HA Proxy. Wenn wir einen anderen Benchmark ansehen, dann hat es wieder dann sieht man wieder das Gegenteil, dass zum Beispiel HAProxy wesentlich langsamer ist als Nginx, wobei hier sind sie ungefähr gleich gewesen. Hier ist HAProxy massiv langsamer und weitere Benchmarks zeigen dann, dass eben HAProxy doch nicht so schlecht ist, weil es die kürzeste Response Time hat und hier diese Request pro Sekunde, da schneidet HAProxy wieder am besten ab. Das heißt, je nachdem, welchen Benchmark das man sich anschaut, also hier HAProxy wesentlich schneller, also fast doppelt so schnell wie Envoy, in diesem Benchmark wieder genau das Gegenteil. Und hier sieht man schon, wie schwierig das es ist, diese Load Balancer zu vergleichen. Neben den Hardware- und Software-Load-Balancern gibt es noch den Cloud-Load-Balancer. Der Vorteil ist dort, dass man nur für das zahlt, was man auch braucht.
Und da gibt es auch ganz viele Angebote. Und auf diese Angebote, wenn man dann zum Beispiel bei AWS ist oder bei Azure, dann ist man fast gezwungen, diese Angebote wahrzunehmen, weil die dann eben performance-technisch doch besser sind, als wenn man etwas Eigenes macht. Und bei AWS, das ist diese Seite hier, da gibt es eine Übersicht über die Load Balancer, was es gibt. Es gibt den Application Load Balancer, das ist auf Layer 7, dann gibt es den Network Load Balancer auf Layer 4 und sie haben noch einen Classic Load Balancer, den sollte man dann aber nicht mehr verwenden. Da ist die Entscheidung relativ einfach. Google hat ebenfalls Load Balancing, das heißt, wenn man in der Google Cloud ist, kann man seine Dienste ebenfalls Load Balancen. Das gleiche mit Cloudflare, die haben Load Balancer für Layer 4 und Layer 7. Dann DigitalOcean ebenfalls, also jeder Cloud-Anbieter hat ebenfalls so einen Load Balancer, den er den Kunden anbieten kann bei Azure. Ebenfalls, dort kann man dann in diesem Artikel nachlesen, was es dann alles braucht. Also, sie haben da mehrere Dienste. Sie haben diese Dienste hier unten aufgelistet, was es alles gibt. Es gibt den Service Load Balancer, Front Door Application Gateway, Traffic Manager, Front Door und Application Gateway oder den Traffic Manager und Load Balancer. Also, da gibt es einiges an Auswahl. Und das macht es dann auch ein bisschen schwieriger, dann zu entscheiden. Und das fand ich dann auch noch interessant. Bei Azure gibt es hier so ein Flowchart, was man dann anwenden kann, wenn man jetzt nicht weiß, welchen Load Balancer man genau braucht. Dann startet man hier, beantwortet dann die Fragen und dann weiß man, welchen Typ von Load Balancer, das man dann einsetzen wird. Bevor wir uns mit Nginx, Traffic und HA Proxy befassen, noch eine andere Variante, wie man ebenfalls Load Balancing betreiben kann, und zwar mit DNS. Ist ebenfalls Layer 7, aber jetzt bei den weiteren Beispielen, das heißt bei HA Proxy, Traffic und Nginx, dort werden wir uns mit dem HTTP, HTTPS-Protokoll beschäftigen, in unserem Beispiel HTTP. Aber es gibt noch die Möglichkeit, ebenfalls über DNS zu Load Balancen. Beim DNS Load Balancen kann man dann zum Beispiel für einen Domainnamen zwei IP-Adressen eintragen und das Verfahren, das dort angewendet wird, ist dann Round Robin. Das heißt, man gibt einen Namen an. Wenn man dann zwei Namen hat, dann wird je nach Abfrage wird dann immer abgewechselt, der Reihe nach. Das ist relativ einfach auszusetzen. Es ist aber sehr statisch und wenn die Clients eine gewisse Time to Live haben, wenn man die zum Beispiel auf einen Tag setzt, wo dann dieser Eintrag gültig ist, dann wird der Client nicht mehr nachfragen und dann immer wieder auf die gleiche IP-Adresse gehen. Das heißt, auch dort, wenn etwas ausfällt zum Beispiel, dann kann man nicht schnell reagieren und dem DNS-Server sagen, hey, jetzt nimm diese IP raus. Also kann man schon machen. Aber der Client hat dann immer noch die gecachte Information für einen Tag und versucht dann immer noch diesen Client zu kontaktieren, was dann halt nicht funktioniert. Eine weitere Möglichkeit ist Split Horizon DNS. Das heißt, je nachdem, woher die Anfrage kommt, kann man dann ein anderes Resultat zurückgeben. Das ist in diesem Artikel hier beschrieben. Und da kann man dann zum Beispiel sehen, wenn jetzt eine Anfrage von einer IP-Adresse kommt, wo ich weiß, dass ein anderer Server vielleicht besser wäre, weil er näher ist, kann ich dann diese Information zurückgeben. Das kann man bei den DNS-Servern konfigurieren, dass man dann je nachdem, wer die Anfrage stellt,
dann ein anderes Resultat bekommt. Und in der Regel, derjenige, der die Anfrage stellt, das ist der ISP, der ist auch in der Regel nachher beim Endkunden. Muss aber nicht sein, also wenn man dann zum Beispiel 1111 fragt, dann kann das eigentlich von überall her in der Welt gemacht werden. Das heißt, dort ist auch nicht immer klar, wer ist jetzt tatsächlich dann näher. Eine weitere Möglichkeit ist, dass man Anycast verwenden kann, um auch einen DNS zu erreichen, der tatsächlich in der Nähe ist. Das heißt, bei Split Horizon DNS hat man dann zum Beispiel ein DNS in einem Land, sagen wir in der Schweiz. Ich mache eine Anfrage aus den USA. Die Anfrage wird in der Schweiz beantwortet. Man sieht, die Anfrage kommt aus den USA und als Antwort wird dann ein Server zurückgegeben, der ebenfalls in der USA ist. Aber dieser DNS-Request geht immer noch in die Schweiz. Mit Anycast kann man es so machen, dass man dann den nächsten, der physisch nächsten DNS-Server kontaktiert. Das heißt, wenn man mehrere DNS-Server auf der Welt hat, einer dann zum Beispiel in den USA, dann kann man mit Anycast, dann kann diese Anfrage direkt an den DNS-Server in den USA gehen und dort beantwortet werden und dann die Antwort schneller zurückliefern. Um Anycast aufzusetzen, das ist nicht ganz einfach. Für das braucht man ein eigenes autonomes System. Hier sieht man eine Liste der vorhandenen autonomen Systemen. Die Ost zum Beispiel ist hier am autonomen System 559 angebunden. Das ist von Switch. Also eigentlich alle Universitäten in der Schweiz sind hier angebunden und sie verwalten dieses autonome System. So ein autonomes System selber aufzubauen, habe ich mir auch angeschaut, wie aufwendig das ist. Es ist nicht ganz einfach und beinhaltet viele Schritte und es braucht sehr viel Infrastruktur und auch sehr viel Geduld. Deshalb habe ich das jetzt mal sein gelassen. Wenn man dann so ein Anycast-Service braucht, dann gibt es natürlich auch professionelle Anbieter, die das anbieten können. Das ist ein Anbieter, welcher eben so ein Anycast-Service anbietet. AWS bietet mit Global Accelerator ebenfalls eine Möglichkeit auf, so ein globales Netzwerk mit Anycast oder so eine Art Anycast aufzubauen. Hier ein Artikel, der es beschreibt, wie das funktioniert. Ganz interessant zu lesen. Mit diesen Geräten hat er es dann ausgetestet. Und hier sieht man schon, dass von diversen Locations werden dann spezifische Server dann angefragt. Mit Load Balancing kann man zwar skalieren, Client, der diese DNS-Anfrage oder die Antwort bekommt, kann dann eigentlich selber entscheiden, welchen er jetzt nimmt, welchen Dienst. Aber wie gesagt, das Problem ist, wenn jetzt ein neuer Service hinzukommt, der Client hat noch die gecachten Daten, dann wird diese Information erst nachdem der Cache abgelaufen ist, wieder neu geholt und erst dann werden diese Informationen dem Client geschickt. Und das hat auch eine Auswirkung dann, wenn etwas schnell gehen muss, wenn es irgendwann Failover gibt oder wenn man eben neue Kapazitäten hinzufügen muss, dann ist Load Balancing mit DNS nicht besonders geeignet. Hier in diesem Artikel nochmals beschrieben, dass es eben, es ist eine Möglichkeit, aber es hat relativ viele Nachteile und deshalb wird es nicht so oft gemacht. Wo es aber zum Beispiel verwendet wird, ist, wenn man jetzt sich zu einem Peer-to-Peer-Netzwerk connecten möchte und die Seeds im DNS speichern möchte, dann hat das zum Beispiel Bitcoin so gemacht, dass hier eine DNS-Anfrage geschickt wird. Das können wir jetzt auch mal machen und schauen, was da für IP-Adressen zurückkommt. Wenn wir jetzt hier schauen, was da für Namen dahinter sind,
dann sieht man diese IP-Adressen und wenn ich das jetzt nochmals aufrufe, dann wird sich die Liste nach dem Round-Robin-Prinzip ändern. Das heißt, die 5, die hier oben war, die ist jetzt neu hier zu unterst. Also das rotiert dann immer so. Und die Seeds, die haben dann auch unterschiedliche IP-Adressen und so kann man sich dann ins Bitcoin-Netzwerk, dem Bitcoin-Netzwerk connecten, ohne dass man jetzt einen Peer ständig kontaktiert, sondern eben es ist eine ganz große Anzahl von Peers, die kontaktiert werden können. Und beim Peer-to-Peer-Netzwerk ist es nicht so schlimm, wenn mal ein Peer nicht läuft, weil dann probiert man den zweiten. Beim Peer-to-Peer-Netzwerk geht man eben davon aus, dass die Ressourcen dann nicht immer verfügbar sind und deshalb ist jetzt so, ist diese Downtime, die es verursachen könnte, nicht so schlimm, weil das Bitcoin-Netzwerk oder der Bitcoin-Client, der probiert dann einfach eine neue Adresse oder macht dann nochmals eine DNS-Abfrage, weil er weiß, das Peer-to-Peer-Netz, die Peers sind dort nicht stabil. Hier habe ich noch ein Beispiel und zwar habe ich jetzt bei Tom Peer-to-Peer, das ist eine Seite, welche ich hoste, das ist diese Seite hier, die beschreibt, wie man das Tom Peer-to-Peer-Netzwerk oder die Library verwendet. Und hier habe ich ebenfalls einen Versuch mit dem Bootstrapping gemacht. Hier habe ich zwei IP-Adressen angegeben und jetzt können wir mal schauen, was denn da genau passiert. Also wir können uns mal einloggen. Sieht man gar nichts. So, genau. Hier bin ich jetzt auf meinem Server und hier habe ich diese beiden IP-Adressen. Ich kann dann mal eine dritte hinzufügen. Und wenn ich jetzt diese Abfrage mache, bootstrap.tompeertopeer.net, dann sieht man hier wieder diese zwei IP-Adressen. Die wechseln sich, also Round-Robin-Verfahren. Jetzt hat es gecached, jetzt macht es nicht mehr, aber hier haben wir zuerst diese gecached, diese gefetcht und dann diese hier. Das gleiche wird es auch passieren, wenn ich das pinge. Bootstrap.tompeertopeer.net. Dann nimmt er die 188er und er wird jetzt immer die 188er nehmen, weil er das aufgelöst hat. Das hat dann funktioniert und das wird er jetzt für eine gewisse Zeit wird er das verwenden. Und wenn ich jetzt hier etwas hinzufügen möchte, dann werde ich 1111 mal eintragen, hier noch den Counter erhöhen und das neu starten. Dann wird hier immer noch die alte Abfrage kommen, aber wenn ich jetzt explizit sage, geh auf den Rechner tompeertopeer.net, dann sehe ich bereits, dann sehe ich hier oben, dass da dass eine neue IP-Adresse hinzugefügt worden ist. Wenn ich das jetzt wieder über meinen DNS mache, den ich jetzt von, also über meine Internet-Connection zu Hause, über Cablecom, dann sehe ich immer noch die alten Einträge, aber eben dort habe ich eins hinzugefügt
und ich muss jetzt warten, bis diese Time to Live abgelaufen ist. Das ist das hier in Sekunden. Wenn das abgelaufen ist, macht ihr nochmals einen Request zum DNS-Server und dann bekomme ich die IP-Adresse 1111 und dann weiß ich von diesem neuen Server. Das heißt, hier kann man nicht schnell reagieren und man sollte es dann in solchen Szenarien verwenden, wo der Client damit rechnet, dass etwas nicht funktioniert, dass etwas ausfällt. Und sonst im produktiven Betrieb, im Cloud-Betrieb wird das eher selten verwendet. Beim HTTPS Load Balancing, also das war jetzt DNS Load Balancing, jetzt gehen wir wieder zu HTTPS Load Balancing. Dort, was dort eingesetzt wird oder welche Mechanismen sehr häufig konfiguriert werden können, ist das Round-Robin-Verfahren, das haben wir jetzt gesehen. Da wechselt jeweils die, also beim DNS haben wir gesehen, dass die IP-Adresse jeweils immer rotiert. Also es geht der Reihe nach, wird die Liste abgearbeitet und dann kommt der nächste, der nächste, der nächste, also einer nach dem anderen. Das wird häufig auch bei den HTTPS Load Balancern eingesetzt. Es gibt ein Weighted Round Robin, da kann man sagen, wenn jetzt ein Server mehr Power hat, höhere Kapazitäten, mehr Speicher, mehr RAM, kann man ihm zum Beispiel ein höheres Gewicht geben, weil man weiß, er kann dann oder der Rechner kann diesen Load handeln. Es gibt da die Möglichkeit, dass derjenige Rechner die Anfrage bekommt, der die wenigsten Connections hat zum Client. Es gibt dann auch die Möglichkeit zu konfigurieren, dass derjenige, der am schnellsten jeweils antwortet, die Antwort bekommt, weil das ist ein Anzeichen dafür, dass er nicht ausgelastet ist, wenn die Rechner im gleichen Rechenzentrum stehen. Es gibt dann noch die Least Pending Requests, das heißt, die Rechner mit den wenigsten Sessions, das geht in die gleiche Richtung wie Least Connections, dass dort der Request hingeschickt wird. Oder aber man hat ein Agent-Based-Modell, wo dann der Server direkt sagt, wie viele Connections er verträgt oder ob er gerade unter Last ist oder nicht. Dann gibt es die Möglichkeit, basierend auf einem Hashing-Algorithmus die Last zu verteilen. Das kann zum Beispiel von der Source-IP-Adresse sein. Und dann kann man, wenn sie von der gleichen Source-IP ist, dann immer auf den gleichen Rechner schicken. Das wäre dann ein sogenannter ein Sticky Load Balancing. Also das kann man dann zum Beispiel auch mit Sessions machen, wo man jetzt einen Service hat, welcher nicht stateless ist, also welcher ein State hat. Dort muss man dann versuchen, dann immer wieder auf den gleichen Rechner zu verbinden. Sollte man, wenn möglich, vermeiden. Und natürlich, es kann auch zufällig sein, flippe Coin und dann wähle einen Rechner aus und schicke die Anfrage dorthin. Das Einfachste ist Round Robin, das werden wir uns auch in den Beispielen anschauen. Das Wichtige ist bei Round Robin, also wenn es nicht sticky ist, die Services müssen stateless sein. Das heißt, die Services dürfen nichts abspeichern und wenn etwas abgespeichert wird, dann sollte das irgendwo ebenfalls über einen Service gemacht werden, zum Beispiel dann etwas in die Datenbank. Weil das Problem ist, wenn man jetzt eine Anfrage kriegt zu einem Service und der Service, der speichert sich im Filesystem etwas ab und der gleiche Benutzer möchte dann, macht dann noch einen zweiten Service und will zum Beispiel das Abgespeicherte wieder lesen. Mit dem Round Robin wird das dann so sein, dass ihr dann auf einem neuen Rechner dann landet und dort sind die Daten nicht gespeichert und man kann dann nicht mehr auf das zugreifen. Das heißt, wichtig ist, dass die Services stateless sind, dass die kein State abspeichern. Wenn der Request fertig ist, dann ist es so, als wenn der Request erst angefangen hat. Das heißt, schaut, dass bei euren Services die Services nicht stateful sind, dass sie stateless sind. Wenn es nicht anders geht, kann man mit diesem Hash-Based-Algorithmus, wenn man dann zum Beispiel die Source-IP
IP-Adresse hasht und dann auf den gleichen Rechner connectet oder mit einer Sticky Session, kann man das quasi umgehen, aber die Empfehlung ist es eben, das nicht so zu machen. Auch ganz wichtig beim Load Balancing sind Health Checks, und die Health Checks sagen dann, ob diese Instanz noch vorhanden ist oder nicht. Das kann man auf zwei Arten machen. Es geht inline oder out of band. Inline heißt, mit dem Request schaut dann der Load Balancer, was dann zurückkommt. Wenn es ein 200er ist, wenn es ein 300er ist, ist gut. Wenn es ein 400er oder 500er ist, dann markiert er sich diesen Rechner als der ist offline, und die nächsten Requests gehen für eine gewisse Zeit nicht dorthin, sondern gehen dann zu den Rechnern, die online sind. Das ist Inline. Es gibt aber auch noch Out-of-Band-Checks. Das heißt, dort kann man dann ein Intervall definieren. Zum Beispiel überprüft mir alle 3 Sekunden, ist der Server noch da. Das heißt, es muss eigentlich kein aktiver Request vorhanden sein. Nach 3 Sekunden spätestens merkt man, ob jetzt ein Service da ist oder nicht. Diese Load Balancing Algorithmen kann man für Layer 7 und Layer 4 verwenden, wobei das mit der Sticky Session, das geht dann nur bei Layer 7, weil man dort eine Session hat. Bei Layer 4 muss man eben basierend auf der IP-Adresse zum Beispiel diesen Rechner ansteuern. Und der Unterschied zwischen Layer 7 und Layer 4 ist, bei Layer 4 braucht es weniger Ressourcen. Layer 7 ist ein bisschen aufwendiger, weil man da noch HTTP parsen muss, und sollte dann noch TLS dazukommen, dann muss noch einiges mehr gerechnet werden. Das sind so die Unterschiede. Schauen wir uns nun ein Beispiel an. Und zwar das erste Beispiel Traffic. Das ist ein Load Balancer, also ist ein bisschen mehr als ein Load Balancer, aber kann auch Load Balancer, kann Layer 7 und Layer 4 Load Balancen. Und wir werden uns in der Vorlesung Layer 7 Load Balancing anschauen. Es wird als The Cloud Native Edge Router angepriesen. Die GitHub-Seite, die findet ihr hier. Ist in Golang geschrieben. Es hat ganz spannende Features drin, wie HTTP3 Support. Hat auch ein schönes UI, dass man dann sieht, was dann hier auf diesem Load Balancer alles läuft. Etwas, das mir aufgefallen ist bei Traffic, es gibt zwei Versionen, die Version 1, die Version 2. Und zwar gibt es im Netz noch relativ viele Beispiele, wie man Version 1 konfiguriert. Wir werden uns in der Vorlesung aber mit Version 2 auseinandersetzen. Und auch die ganze Dokumentation hier, traffic.io, die beschreibt die Version 2, und das werden wir verwenden. Eben der Nachteil ist, im Netz findet ihr auch sehr viele Konfigurationen von Traffic, die dann auch nicht funktioniert, weil sie eben mit der Version 1 geschrieben worden ist. Das so als Nachteil von Traffic. Es gibt auch ein offizielles Traffic Docker-Image, das findet ihr hier, und das werden wir verwenden. Und zwar die Version 2.4. Traffic funktioniert wie hier unten dargestellt. Es gibt hier einen Request, es gibt die Entry Points, die matchen auf sogenannte Routers, und diese Routers können dann auf Services matchen. Wir haben jetzt in diesem Beispiel einen Service. Und hier haben wir den Load Balancer, und hier können wir dann entweder auf den Service 1 verweisen oder auf den Server 2. Und das funktioniert so. Hier haben wir, wie gesagt, den Entry Point. Das ist das Konfigurationsfile von Traffic. Dashboard wollen wir natürlich haben. Das ist eben das Dashboard hier. Das ist das hier.
dass man auch sieht, was genau auf Traffic läuft. Dann gibt es noch ein zweites File, wo wir noch weitere Konfigurationen haben. Und zwar haben wir hier dann die Routers definiert. Also das Dashboard müssen wir definieren. Dann die Routers. Ich habe jetzt meinen Service Coin Service genannt. Im Beispiel in GitHub habe ich es My Service genannt. Und dieser Service, den kann man wiederum referenzieren hier bei den Load Balancern, dass diese Services hier auf diese URLs dann auflösen, respektive Load Balancen, je nachdem, welche Strategie man wählt oder welchen Load Balancing Algorithmus das man wählt. Default ist Round Robin, das heißt, es wird dann zuerst mal der eine gewählt und dann der andere. Das habe ich ebenfalls vorbereitet und zwar starten wir mal unsere Entwicklungsumgebung. Das ist im FS21 im GitHub-Repository drin. Das ist hier. Hier sind noch ein paar Files hinzugekommen. Und zwar habe ich hier die Traffic-Konfigurationsdatei. Die ist gleich wie in den Slides. Und Traffic Dynamic. Da habe ich jetzt die Middleware rausgenommen. Hier könnte man noch Authentication machen. Da wir aber JSON Web Tokens verwenden werden, werden wir kein Basic Authorization machen. Wir werden das ganz kurz anschauen, aber wir werden das nicht so machen. Und hier definieren wir die Services, My Service. Hier kann ich noch einen Health Check angeben. Das heißt, da wird überprüft, gibt es diesen Service überhaupt noch? Und das wird alle 3 Sekunden überprüft. Und hier unten sind meine Services. Jetzt im Vergleich dazu habe ich hier auf den Slides die IP-Adressen angegeben. Das sind die IP-Adressen, wenn man es zum Beispiel lokal starten möchte. Wir verwenden jetzt aber Docker. Das heißt, hier muss ich dann die Dienste adressieren, welche auch in Docker vorhanden sind. Und das mache ich über das Docker Compose. Im Docker Compose habe ich jetzt einen Service definiert, und zwar den Load Balancer Service. Das ist Traffic. Und zwar holt er sich jetzt das Image von Docker Hub. Ich mappe Ports, also auf welche ich zugreifen möchte. 8080 ist eben dieses Dashboard und 80 ist dann der Port, welchen ich zugreife, um auf diese Dienste zuzugreifen. Hier mappe ich dann die Konfigurationsfiles, also Traffic TOML und Traffic Dynamic TOML, dass die dem Traffic bekannt sind. Und was ich ebenfalls mache im Docker Compose, ich sage, dieser Service passiert oder muss warten, bis dann diese Service ebenfalls gestartet sind. Und dieser Service hat dann in Docker oder kann Docker mit dem Namen Service 1 auflösen. Das heißt, wenn ich irgendeine Anfrage an Service 1 schicke, dann kann Docker mir diese Anfrage auflösen auf die IP-Adresse, wo dann dieser Service läuft. Deswegen kann ich hier unten jetzt Service 1 angeben, weil und hier Service 2, weil ich das eben in Docker Compose so angegeben habe. Das heißt, das ist der Unterschied zwischen dem hier. Das habe ich jetzt lokal gemacht. Das funktioniert lokal. Wenn man es dockerisiert, kann man den Services auch ansprechende Namen geben und die Services dann dementsprechend so
aufrufen. Gut, das Ganze können wir natürlich jetzt auch ausprobieren und starten. Und zwar werde ich das hier mal. Hier habe ich noch weitere Dienste, die kann ich jetzt mal für den Start auskommentieren. Die können wir dann später noch hinzufügen. Also, hier haben wir jetzt den Load Balancer, das ist Traffic. Den starten wir so. Wir sagen, okay, er hat Dependencies auf Service 1 und 2. Service 1 und 2, das ist jetzt nichts weiter als ein Caddy-Server, und der Caddy-Server, der liefert mir dann eine statische Seite zurück. Und zwar mappe ich Service 1 HTML auf Index. Das ist das, was mir dann zurückgegeben wird. Das ist das hier, Service 1, Service 2. Und da werde ich dann diese Files zurückkriegen. Der Service 1 liefert mir Service 1 zurück, und der Service 2 liefert mir Service 2 HTML zurück. Noch ganz kurz zu Caddy. Caddy ist ebenfalls ein Load Balancer. Er ist aber mehr als ein Load Balancer, und wir verwenden ihn jetzt als Webserver. Er wird angepriesen als Powerful Enterprise Ready Open Source Web Server with Automatic HTTPS, ebenfalls in Go geschrieben. Kann als Reverse Proxy verwendet werden, eben Load Balancer. Kann auch experimentell HTTP3, auch ganz spannend. Gibt es auch auf Docker Hub, und wir verwenden ihn jetzt als Static File Server. Das heißt, das ist unser Dienst, den wir ansprechen möchten. Einer der Vorteile von Caddy ist, das werden wir auch noch sehen, ist, dass man Caddy dynamisch konfigurieren kann. Das heißt, während dem Caddy läuft, kann man die Konfiguration ändern. Das werden wir dann sehen, wenn wir diese Health-Checks uns anschauen, dass wir da mal einen Service einfach runterfahren können und schauen, was dann mit dem Load Balancer passiert. Caddy gibt es auf dieser Webseite, auf der GitHub-Webseite. Da werde ich jetzt nicht genauer darauf eingehen. Wie gesagt, er wird hier als Service eingesetzt. Das heißt, ich hole mir hier Caddy Version 2, und das ist dann der erste Service, und das ist dann der zweite Service. Gut, jetzt haben wir ein einfaches Beispiel. Und das Beispiel, das können wir jetzt auch laufen lassen. Und zwar gehen wir in das Verzeichnis, und hier können wir jetzt mit Docker Compose up. Hier haben wir unser Docker Compose YAML. Können wir diese Images uns holen, dieses Image dann auch starten mit diesen Konfigurationsdateien. Hier ebenfalls wird Service 1 gestartet, wenn wir Docker Compose abmachen. Der Service 2 wird gestartet. Vielleicht noch hier ein Hinweis zum Caddy-File. Das ist das Konfigurationsfile von unserem Dienst. Das sagt nichts weiter als, es ist ein Static File Server. Er hat die Files im Slash Static drin. Das haben wir hier definiert. Und er unterstützt Templates. Templates ist, dass wir die Zeit hier anzeigen können. Braucht es nicht wirklich, sieht aber ein bisschen schöner aus. Und das hier oben ist, dass wir unseren Caddy-Server dann dynamisch konfigurieren können. Das heißt, wenn er läuft, können wir dann zum Beispiel auch jetzt den Port wechseln. Natürlich machen wir das dann beim Load Balancer nicht, und der Load Balancer sieht, ah, der Service ist nicht verfügbar, und dann können wir dann schauen, wie das mit diesen Health-Checks funktioniert. So, also, hier können wir mit Docker Compose up
das Image jetzt uns holen. Also zuerst holt er sich die, das Caddy-Image. Dann das Traffic-Image. Und jetzt erstellt er die Services. Und jetzt läuft es bereits. Das heißt, wir können hier auf Localhost gehen, auf Localhost 80, weil unser Dienst, der läuft auf Port 80. Wir exposen hier Port 80. Das heißt, hier sollten wir über den Traffic gehen. Traffic wird dann die Anfrage entweder auf den Service 1 oder Service 2 umleiten. Und entsprechend dem sollten wir dann sehen, entweder dieses HTML oder, wenn es der zweite Service ist, dieses HTML. Das können wir gleich kurz ausprobieren. Localhost, das ist jetzt der Server 1. Wir können hier refreshen und wir sehen, er wechselt ab nach dem Round-Robin-Prinzip. 1, 2, 1, 2. Also Traffic schickt einmal den Request an Service 1, dann an Service 2, Service 1 und so weiter. Gut, das soweit zu Traffic. Bezüglich den Services, wie bereits gezeigt, wir verwenden Caddy. Und die sind stateless, also sie speichern natürlich nichts ab. Also es ist ein ganz einfacher Dienst, der einfach ein HTML zurückgibt. Und hier können wir jetzt mit einer Sticky Session können wir Traffic dazu bringen, dass er dann, wenn er mal einen Service verwendet, dann immer wieder auf den gleichen geht. Das können wir hinzufügen, und zwar hier mit dieser Anweisung LoadBalancer Sticky Cookie. Und das können wir jetzt nochmal starten. Und wir können jetzt nochmals auf den Service zugreifen. Und wir sehen, wir greifen jetzt immer auf den Service, auf den gleichen Service zu, weil wir hier unten eine Sticky Session haben. Das ist die hier unten, die sagt, hey, bitte geh mir immer auf den Service 1. Und das kann man machen, wenn man zum Beispiel jetzt einen Service hat, der nicht stateless ist. Aber eben wie gesagt, ich empfehle euch, macht die Services stateless. Das ist wesentlich einfacher. Den Health Check haben wir ebenfalls hinzugefügt. Können wir danach sehen, was dann passiert. Was wir auch noch machen könnten, ist ein Round Robin, ein gewichtetes Round Robin. Das könnten wir noch hinzufügen. Und zwar kann man hier ein Gewicht hinzugeben, Gewicht 3 oder Gewicht 1, und dann wird dieser hier dreimal häufiger angesprochen, weil er zum Beispiel auch dreimal mehr Kapazität hat, als Beispiel jetzt. Gut, als nächstes Beispiel Nginx, das habe ich ebenfalls konfiguriert, und zwar ist das hier im Docker Compose, ist das das zweite Beispiel. Das können wir mal auskommentieren oder wieder einkommentieren.
Nginx gibt es als freie Version und als kommerzielle Version mit noch mehr Support. Es ist ein sehr schneller Webserver, der auch eine entsprechend große Marktbeteiligung hat, respektive Market Share. Also wenn wir uns die Statistiken ansehen, dann ist es jetzt leicht gesunken von 35% auf 33,7%. Aber es ist immer noch ein Webserver, der sehr häufig eingesetzt wird, auch wegen seiner Performance. Nginx wurde auch gekauft von F5. F5, das ist der Hersteller, den haben wir bei den Hardware-Load-Balancern auch schon mal kurz gesehen, den Namen, und die haben Nginx aufgekauft. Nginx ist eine russische Firma oder war eine russische Firma, und sie bieten mit Nginx ein HTTP-Proxy an. Es kann als Mail-Proxy verwendet werden, als Reverse-Proxy oder auch als Load-Balancer. Hier noch ein kurzer Hinweis auf Reverse Proxy und Load Balancer. Also wir haben jetzt mit Traffic einen klassischen Load Balancer, das ist kein Reverse Proxy, aber ein Load Balancer, der zwischen den Services 1 und 2 hin und her wechseln kann. Was ein Reverse Proxy ebenfalls noch macht, ist, dass man hier zum Beispiel noch dass man hier noch Assets hat, Frontend Assets, statische HTML-Seiten, JavaScript, CSS, dass man dann ebenfalls über diesen Load Balancer und Reverse Proxy laufen lassen kann, sodass der User hier über Nginx, wenn es eine Backend-Anfrage ist, geht er dann auf Backend-Service 1 und 2. Wenn es dann ein Asset ist für eine Frontend, wird dann dieses statische Asset dem User zurückgegeben. Die freie Version, die ist ein bisschen beschränkt. Also das heißt, wenn man das ganze Feature-Set möchte, dann sollte man sich die kommerzielle Version besorgen. Wie zum Beispiel, es gibt keine Sticky Sessions, oder auch keine Active Health Checks. Und für eine produktive Umgebung sollte man dann schauen, dass man eben diese Features dann hat. Und deshalb wäre dann wahrscheinlich eine kommerzielle Version von Nginx notwendig. Also diese Feature-Sets, was jetzt gerade angeboten wird, was frei ist, was nicht, das ändert auch immer wieder. Also dort gibt es dann auch wieder Sachen, die kommerziell waren, aber die jetzt neu frei verfügbar sind. So wie die anderen Load Balancer kann man auch Nginx tunen. Hier gibt es ganz gute Berichte dazu. Ein Bericht ist zum Beispiel hier, Nginx Tuning for Best Performance. Mit einer guten Maschine kriegt man ungefähr 50.000 parallele Connections hin, mit ungefähr 30% CPU Load. Und hier beschreibt er dann, was man alles setzen kann, was für Auswirkungen das es hat. Und hier gibt es noch ganz viele andere weitere Links, die einem zeigen, wie man Nginx noch ein bisschen mehr tunen kann, um noch mehr Performance rauszuholen. Und daneben gibt es natürlich auch noch sehr viele Benchmarks, die vergleichen, wie schnell ist jetzt Nginx im Vergleich zu anderen. Und da ist es natürlich auch immer wieder so, dass die einzelnen Benchmarks sich dann dementsprechend unterscheiden, respektive die einen sind schneller, die anderen sind weniger schnell, aber je nach Benchmark sieht es dann wieder ganz anders aus. Also hier Request pro Sekunde, HA-Proxy sehr schnell, Nginx ungefähr nur die Hälfte von HA-Proxy. Auch diese Zahlen sind natürlich immer mit Vorsicht zu genießen. Hier noch ein Vergleich zu Apache und Nginx. Hier tendiere ich dazu zu sagen, dass Nginx tatsächlich schneller ist als Apache. Das war eigentlich auch einer der Hauptgründe, warum man Nginx eingesetzt hat, weil lange Zeit davor, da war einfach der Standard-Webserver Apache.
Dann kam Nginx und hat wesentlich mehr Performance gezeigt und deshalb wurde dann immer häufiger Nginx eingesetzt. Aber eben mit diesen Benchmarks, da muss man aufpassen. Da ist es wichtig, dass man Äpfel mit Äpfel und Birnen mit Birnen vergleicht. Gut, dann schauen wir uns die Konfiguration an. Die habe ich ebenfalls hier im Repository drin. Das ist default.conf. Und zwar habe ich hier meine zwei Services, Service 1 und Service 2. Hier sieht man, oh, Service 1, Service 2. Hier sieht man auch wieder den Unterschied zu diesem Konfigurationsfile hier. Hier habe ich IP-Adressen. Und da ich jetzt nun mit Docker und Docker Compose arbeite, kann ich auch hier wieder die Dienste mit ihrem Namen ansprechen und Docker wird mir diese Dienste dann in die IP-Adressen auflösen und dann auf den richtigen Server weiterleiten. Beim Server sage ich ebenfalls hier auf Port 80 hören, alles was reinkommt. Dann geht es über diesen Proxy zu MyService. MyService habe ich hier oben definiert und hier geht es dann eben im Round-Robin-Verfahren auf entweder Service 1 oder Service 2. Hier kann man dann noch das Gewicht machen, das werden wir später noch kurz anschauen, was das ist oder wie es funktioniert. Der Health-Check. Der ist inbound, das heißt, wenn der Service dann nicht ein OK zurückgibt, also kein 200 oder ein 300 Statuscode, sondern ein 400 oder 500er, dann wird dieser Service als offline markiert und wird vom Load Balancer dann für eine gewisse Zeit nicht mehr berücksichtigt. Genau, das können wir jetzt auch austesten. Und zwar habe ich jetzt hier im Docker Compose, wie gesagt, er läuft auf 80. Das mappe ich jetzt auf den Port 81. Das heißt, über Localhost 81 kann ich dann darauf zugreifen. Hier verwende ich auch wieder diese zwei, also Depends on Services. Das heißt, diese müssen aktiv sein, bevor das dann dieser Service live geht oder respektive, dass dieser Service startet. Und hier gebe ich die Konfiguration ein, das ist das Default-Config, das ist das, was wir uns angeschaut haben. Und das können wir jetzt starten. Starten wir nochmals Docker Compose ab. Jetzt muss er sich noch Nginx holen, weil das neu dazugekommen ist. Und jetzt können wir mit Localhost 81 können wir auf diese Services zugreifen. Hier sehen wir auch wieder das Load Balancing in Action. Es wird hier immer im Round-Robin-Verfahren abgewechselt, Service 1, Service 2. Wir können jetzt hier im Default-Config auch das Gewicht ändern, zum Beispiel, dass dieser Service jetzt zweimal mehr Ressourcen hat, das heißt, er wird dann zweimal häufiger angefragt. Wir können hier nochmals neu starten. Und jetzt sehen wir, dass Service 1 jeweils zweimal kommt, Service 1 einmal. Das heißt, Service 1 wird doppelt so häufig angefragt. Das Verfahren ist Round Robin, das können wir auf Least Connection ändern, das können wir auch machen. Da können wir eben diese Algorithmen und Mechanismen verwenden, die wir denken, braucht es für unseren Service. Nun schauen wir uns das mit dem Health an. Und zwar starten wir oder wir lassen jetzt mal diese beiden Load Balancers laufen. Und wir schalten dann einen Service ab. Und diesen Service, den wir abschalten, das ist mit Caddy, habe ich ja bereits erwähnt.
Das ist Caddy hier. Er hat eine dynamische Konfiguration. Das heißt, die kann man on the fly ändern. Das ist das, was wir machen werden. Und zwar habe ich bereits eine Konfiguration vorbereitet beim Caddy Server. Das ist diese Konfiguration hier im JSON-Format, die ein bisschen unübersichtlich ist. Kann ich Code reformat? Genau, jetzt sieht man es besser. Das ist die Konfiguration von Caddy, die einfach sagt, aus dem Slash Static machen wir einen statischen Webserver draus und das werden wir dann ändern. Also hier hört auf den Port 80, das werden wir ändern auf Reformat, das werden wir ändern auf Port 81, sodass dieser Service nicht mehr zur Verfügung ist. Und dann werden wir sehen, was dann die Load Balancer damit machen. Das heißt, momentan funktionieren sie. Und 80, das funktioniert ebenfalls. Das ist unser Traffic. Der jetzt interessanterweise. Ah, das ist noch die Sticky Session, die wir drin haben. Die sollten wir natürlich löschen. Das ist die Sticky Session hier. Die brauchen wir nicht mehr. Und da können wir das Gewicht wieder rausnehmen. Das haben wir gemacht. Dann starten wir nochmals kurz. Also jetzt haben wir wieder diese beiden Services, 1.2 und auf Port 81 ist Nginx, 1.2.2, gut, das funktioniert. Und nun können wir einen Dienst abschalten und zwar können wir über Port 2.19, das ist der Admin-Port von Caddy, den haben wir ebenfalls exposed, wenn wir uns das anschauen. Den haben wir in Docker Compose, haben wir den Caddy Service, hier, das ist der Admin-Port, das heißt, auf den können wir zugreifen und über diesen Mechanismus können wir jetzt hier Caddy, respektive den Service 1 ausschalten. Also der Service 1 läuft auf 2.19, der Service 2 läuft dann auf 20. Und wenn wir jetzt den ausschalten, ich muss auch ins Verzeichnis gehen. Dann hat das jetzt interessanterweise nicht funktioniert. Dann starte ich am besten neu. Wahrscheinlich hat er ein falsches Konfigurationsfile gekriegt und sich aufgehängt. Also schauen wir nochmal, dass es funktioniert. Gut, soweit so gut. Und jetzt können wir ihm das JSON schicken. Das hat er jetzt gekriegt. Und jetzt hört der Service 1 auf Port 81, nicht mehr auf 80. Das heißt, für den Load Balancer wird der nicht mehr zur Verfügung stehen und wenn ich jetzt hier anfrage, dann hat er es bereits gemerkt, Nginx, und wird jetzt nur noch Service 2 zurückgeben. Bei Traffic sieht das ein bisschen anders aus, dort haben wir den Mechanismus jetzt noch nicht definiert, das heißt, es kommt einmal Bad Gateway, einmal Service 2 und hier müssten wir noch definieren, dass bei einem Bad Gateway dieser Rechner, also dieser Service dann nicht mehr angefragt wird. Und wenn wir jetzt wieder die Konfiguration einschalten, die korrekte, dann sollte es dann wieder funktionieren. Genau, nach einer gewissen Zeit prüft er es wieder, das war jetzt Nginx, und dann sieht er, funktioniert wieder. Ich kann den Request dorthin schicken und auf Localhost 80, dort wird es auch wieder gehen. Das funktioniert ja bei Traffic
hat er das ja aus diesem Load Balancing Pool nicht rausgenommen, sondern nur bei Nginx. Gut, kommen wir noch zum letzten Beispiel, zum letzten Load Balancer, HA Proxy. Das ist ein ebenfalls Layer 7 und Layer 4 Load Balancer. Und Reverse Proxy wird, wie gesagt, sehr häufig eingesetzt von großen und namhaften Herstellern und ist ebenfalls auf Performance ausgelegt. Und zwar habe ich da auch wieder eine Konfiguration vorbereitet. Das ist diese Konfiguration hier. HA Proxy, hier habe ich den Balancing Mode in Round Robin. Ich gehe dann auf den Service 1, Service 2, Checks steht, dass eben Health Checks gemacht werden sollen, Inband Health Checks und initial, also der Load Balancer nimmt Anfragen auf Port 80 entgegen und leitet sie dann weiter im Round Robin Verfahren auf Service 1 und Service 2. Hier auch wieder der Unterschied, da habe ich die IP-Adressen angegeben, weil ich das lokal laufen lassen habe und jetzt in der dockerisierten Welt habe ich hier nun den Service, den ich hier angeben kann. Das können wir ebenfalls wieder einkommentieren. Dann haben wir den dritten Load Balancer, der läuft auf Port 82. Können wir ganz kurz wieder starten, wobei kurz, er muss dann noch das Image herunterladen von Docker Hub. Und sobald das erledigt ist, kann er die Services starten und jetzt haben wir drei Load Balancer im Einsatz und Load Balancer 1 Traffic, Load Balancer 2 Nginx und Load Balancer 3 HA Proxy. Der funktioniert analog auch wieder gleich im Round Robin Verfahren. Und auch hier, wenn wir den Service nun ausschalten, also auf einem anderen Port laufen lassen, dann geht hier nur noch Service 2 auf Port 81. Ebenfalls, der hat es gemerkt, dass da jetzt der Service 1 nicht zur Verfügung ist und bei Traffic müssen wir das noch konfigurieren. Und jetzt können wir wieder einschalten und das wird dann auch Traffic wieder merken und ebenfalls HA Proxy und hier können wir dann wieder zwischen Service 1 und Service 2 wechseln. Service 1, Service 2 und bei 81 bei Nginx ebenfalls. Genau. Mit den Load Balancer können diverse Modi konfiguriert werden, wie zum Beispiel ein Primary und ein Secondary Service. Also jetzt haben wir diese zwei im Round Robin Verfahren, aber man kann sie dann auch so konfigurieren, dass zum Beispiel, wenn sie jetzt dreimal hintereinander fehlschlagen oder respektive dass der Traffic immer auf Port 8080 geleitet wird. Wenn er jetzt aber dreimal fehlschlägt, im Intervall von 10 Sekunden, dann wird dann auf den Backup, auf den Secondary, wird dann zugegriffen und der läuft auf einem anderen Rechner, also auf einem anderen Port hier in diesem Beispiel. Und so kann dann auch ein Fallback-Szenario mit einem Primary Secondary gemacht werden. Also diese Load Balancing, die sind sehr flexibel und man kann diverse Mechanismen konfigurieren. Caddy haben wir schon besprochen. Das ist das, was wir in diesem Beispiel uns angeschaut haben. Wir haben Traffic als Load Balancer gehabt, welche zu unseren beiden Services, das ist jetzt ein Caddy Service 1, Caddy Service 2. Das gleiche haben wir mit Nginx gemacht, das war unser Load Balancer, der auf diese Services verwiesen hat und ebenfalls HA Proxy.
Und was wir dann auch noch gemacht haben, wir haben dann einen Service dann abgeschaltet und geschaut, wie man, also wie diese Health Checks bei den einzelnen Load Balancern funktionieren. Und das alles mit Docker und Docker Compose. Das heißt, ich konnte jetzt eigentlich das ganze Setup hier mit drei Load Balancern alle im Docker Compose definieren und das Docker Compose hier, das ist wie gesagt in diesem Verzeichnis, könnt ihr euch gerne anschauen. Und damit mit einem Befehl kann man alles hochfahren und es funktioniert eigentlich in der Regel out of the box. Ich habe das jetzt bei mir lokal ausgetestet und ausprobiert. Das kann man aber auch in der VM machen. Das heißt, ich kann noch die VM starten und das dort ausprobieren. Das können wir ebenfalls noch kurz machen. Und zwar ist das die VM hier, Alpine VM, welche bereits Docker und Docker Compose drauf hat. Und zwar kann ich mich hier über Port 2222 connecten. Docker und Docker Compose ist installiert. Genau, das heißt, ich muss jetzt hier noch entweder diese Dateien kopieren oder ich kann mir auch gleich das Repository hier auschecken. Das mache ich gleich mit Git Clone. Git ist natürlich nicht installiert. Um Pakete zu installieren, kann man sich die neuesten Pakete mit APK Update holen und mit APK Add kann man die Pakete hinzufügen. Git und jetzt kann ich ein Git Clone und jetzt muss ich noch die URL. Das ist diese hier. Git Clone FS21. FS21 und jetzt kann ich mit Docker Compose das Ganze starten. Er holt sich wieder diese Images. Die habe ich ja in dieser VM jetzt nicht drin. Das muss er sich jetzt für Caddy, für Traffic, für Nginx und für AJ-Proxy muss er sich diese Images holen. Jetzt hat er es gemacht, jetzt startet er es und ich kann jetzt auf dieses Image ebenfalls zugreifen. Und zwar, ich habe ja ein Port Forwarding eingerichtet. Das ist hier. Das ist zu finden bei Networks und hier sieht man bei Advanced Port Forwarding. Ich habe den Port 80 auf 8888 weitergeleitet. Das heißt, hier kann ich jetzt bei mir Localhost eingeben 8888 und ich sehe dann den Traffic Load Balancer, der mir dann zwischen Service 1 und Service 2 den Load balanced. Und genau. Und das läuft, der Load Balancer läuft jetzt in der VM, wie auch die Services. Die laufen hier in dieser Alpine VM, wo Docker und Docker Compose schon installiert sind. Zum Schluss noch etwas über CORS. CORS steht für Cross-Origin Resource Sharing und ist ein Sicherheitsmechanismus, das es unterbindet, dass ein Browser Ressourcen von einer anderen Domain lädt, es sei denn, es wurde eine Ausnahme gewährt, dass jetzt ein Browser, wenn er von einer Seite A
zum Beispiel ein JavaScript bekommt und dann von diesem JavaScript auf eine Seite B dann zugegriffen wird. Dann geht das nur, wenn die Seite A dem auch die Permission gibt, also quasi eine Ausnahme, dass der Browser das machen darf. Wenn man das eben nicht kann, dann braucht es ein Reverse Proxy, dass man quasi, oder dass der Browser sieht, diese Ressource kommt eigentlich von einem Ort und zwar von diesem Reverse Proxy. Und dann, wenn man den Reverse Proxy hat, braucht man keine Ausnahme zu definieren. Das heißt, entweder man definiert diese Ausnahme, sagt Access Control Allow Origin, dann woher auch immer, dass man das darf. Zum Entwickeln könnte es hilfreich sein, hier einen Stern einzutragen. Empfohlen wird das aber sicherheitstechnisch nicht. Die sauberste Lösung hier ist ein Reverse Proxy, wie man ihn dann zum Beispiel mit HAProxy oder Nginx oder zum Beispiel auch Kdi konfigurieren kann. Das sieht dann wie folgt aus. Also wir haben den Load Balancer, wir haben die Backend Services und eben das Frontend, der User kann oder den Browser kann dann die Assets hier direkt nicht laden, weil eben Cross-Origin Resource Sharing nicht erlaubt ist. Und dementsprechend kann man den Load Balancer noch als Reverse Proxy konfigurieren und so dann auf das Frontend zugreifen. Und der Browser sieht dann eigentlich, es kommt alles vom gleichen Ort. Und so muss er keinen Access Control Allow Origin definieren. Und es funktioniert für den Benutzer eigentlich transparent und die Anfragen können dann bearbeitet werden.